Und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir wollten letztes Mal nicht in die schöne Mine gehen, aber wir machen es jetzt. Hallöchen. Genau, meine Schwester ist wieder mit dabei und... Ach ja. Was ist? Das kommt, wenn man vorher ständig andere Spiele gibt. Halt! Wett. Ach ja. Du musst ihn noch ansprechen. Ach ja. Es abgeben und dann darauf zu ansprechen. Ach ja. Ja, sorry, ich habe die ganze Zeit hier Heroes of the Storm gespielt. Ich denke erstmal in die Enge treiben, dann zermalen. Die dunkle Fürstin schütze euch. So, es gibt keinen Ausweg. Doch, es gibt immer einen Weg. Die Herrin hat mich beauftragt, die Bande bei dieser Aufgabe zu führen. Ja, zu führen, so. Unser Hauptziel ist es, in der Mitte einzudrängen, die Ratten in die Enge zu treiben und sie alle zu töten. Auch Blutfang. Ist das nicht der Wolf? Ja, yeah, statt Mitte heißt es Mine. Ja, ist mir doch egal. Ihr habt uns mit der Beschaffung dieser Informationen gute Dienste geleistet. Habt am Ruhm teil und helft uns dabei, unsere Schwerter durch ihre elenden Schädel zu jagen. Ich musste gerade aufstoßen und kam ungünstig. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Und ich werde zum Angriff rufen. Vertraut niemanden. Fertig. Seid ihr bereit? Gehen wir weiter. Versucht Schritt zu halten. Vorwärts, meine Brüder und Schwestern! Oh, das riecht jetzt noch nach einer Falle. Ja, irgendwie schon, ne? Das Gebäude ist nach einer Falle. Er sagt, ich soll Schritt halten und ich überhole ihn hier gleich. Der Reiter. Wie ist lang? Was ist das hier? Umdrehen! What? Wah, euer Untergang. Hallo? Es ist eine Falle! Lauft! Warte. Erinnert euch an diesen Tag, an den Tag, an den Vodreski eure Haut gerettet hat. Jetzt lauft und geht zurück zu Sylvanas! Ach, ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh nö, gleich laufen. Ich will das hier nicht abkürzen. Hui. Aber irgendwie war das schon klar. Spätestens als ich die Bomben gesehen habe. Dann hieß es nur noch Falle. Na Sylvanas, da bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast. Die wird nicht begeistert sein. Dieser Niederlage. Ich wäre auch nicht begeistert, weißt du, man plant so viel und dann auf einmal. Oh, ich konnte den Pilz wegschieben, hast du es gesehen? Ja. Yay. Wieso nehmen die Leute mich immer nicht mit? Du hast keinen Diener mehr. Das interessiert mich nicht. Bin nicht so wichtig. Ha! Die lassen mich eh alle in Ruhe. Weil du eh schlecht gelaunt bist. Ja, passt schon. Wieder Grabmal. Wir gehen mal. Und angerempelt. Was war das? Wir haben schöne und gute Neuigkeiten. Gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute ist, wir konnten reingehen und die schlechte, wir wurden überrannt. Naja, überrannt? Naja, wir wurden in die... Es gab eine Bombenstimmung hier. Ja, das war eine Bombenstimmung. Warte, das war das sogar. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Was? Crowley, ihr Bastarde! Das waren einige meiner stärksten Soldaten. Ich habe Crowley und Blutfang zum letzten Mal unterschätzt. Ganz eindeutig handelt es sich hier um Feinde, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Villains, die eigenen Kämpfe in einer Falle wie dieser zu opfern. Das gab es in Kriegsführungen der Allianz noch nie! Nee. Das interessiert mich nicht. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Oder? Zum Gefechtsstand der Verlassenen. Die Zeit, Crowley Blutfang und den Hund unter ihr... Was? Kommando zu töten! Ist gekommen. Dazu muss man so gerissen und genau planen, wie wir es uns nie haben träumen lassen. Als einer der Soldaten, denen ich am meisten vertraue, müsst ihr, Faxotica,
zum Gefechtsstand der Verlassenen in Guineas gehen und euch bei den todesfürchtenden Kommandant Belmont melden. Ich habe Belmont bereits mit meinen Plänen vorausgeschickt. Er erwartet eure Ankunft. Agatha wird euch zum Gefechtsstand der Verlassenen mit begleiten. Sagt ihr, wenn ihr bereit seid, und ich werde euch den Weg bringen. Atuna heißt sie. Atuna. Ah! Flieg und Sieg! Yay! Sie sagt auch noch, habt keine Angst, ich lasse euch nicht fallen. Lass mich fallen, ich bin schon tot. Na, lass uns die mal von unten mal angucken. Yay! Ich chill. Wo geht's überhaupt hin? Dahin. Da unten? Ja. Nach da unten. Und dann müssen wir uns bestimmt hier nach oben arbeiten. Nein. Du wirst aber auch wieder zurückgeflogen. Wild! Ja? Aber faul hier. Für Spoiler entschuldige ich mich. Ja, dann hat die Klappe. Hey, ich werde hier gefächert. Graumähne im Wald. Ha! Den hab ich ja. Da ist er schon. Ja, aber ich will den nach. Hehehe. Mein Wandler. Ich bin ganz ohr. Na, was, wenn das nicht? Ich bin immer nur Quicksand, ich kann. Ich hoffe, ihr seid bereit zum Kampf. Dann ist es alles, was euch in diesem Höllenloch erwartet. Wir sind mitten im unbekämpften Gebiet. Was? Mitten im umkämpften Gebiet. Und diese Straßenköter von morgen wollen nicht nachgeben. Ich glaube, das gleiche denken die auch von uns. Yay! 100 Quests! Ah, ich hab kein Leben! Scheiße! Ah, Flugpunkt! Ja, gleich. Die Zeit löst alle Rätsel. Die dunkle Fürstin hat euch und was? Atura. Für eine ganz besondere Aufgabe einberufen. Bevor ihr euch jedoch mehr verrate, müssen wir erst einige Vorbereitungen treffen. Ja, du bist nur zu faul! Um das selber zu machen. Letztendlich muss ich den Scheiß nämlich machen. Begebt euch zum Wald von Guineas östlich von hier und sucht in der Nähe der Bäume und Steine in der Gegend nach einer besonderen Pflanze. Siehste? Mein Reden! Jetzt muss ich ja noch Kräuterkundlern. Die als Wolfsbann bekannt ist. Sammelt so viel Wolfsbann, wie ihr nur tragen könnt und kehrt zu mir zurück. Diese Aufgabe hier übersteigt die Aufgaben auf dem Schlachtfeld. Ihr werdet euch zu gegebener Zeit mehr verraten. Fürchtet die Lebenden. Sag ich doch. Faul. Einer wie der andere. So. Gefunden. Was bist du für einer? Oh. Wieso hast du so viel? Halt los. Ich weiß nicht, wie lange wir die Stellung noch halten können. Und die Wogen von Crowley und Blutfang kennen jedoch noch so kleinen Versteck. Und jeden sicheren Ort in Guinea. In einer Minute stehen sie vor euch und in der nächsten Minute sind sie schon wieder weg. Wir werden diese Kriege durch ihre Gelegenheitsangriffe verlieren, obwohl wir zahlenmäßig gesehen die Oberhand haben. Mami hat aber keine Aufgeber aus mir gemacht. Ich bin ein Verlassener bis zum bitteren Ende. Begibt euch in diesen Markt und helft unsere Soldaten vor das sofort. Tötet die angreifenden Rebellen der Worgen. Denkt dran. Mami! Nee, Mami hat aus mir keinen Rückzieher gemacht. Ne? Also ist das eigentlich sogar gut. Das KDV? Die Kommunikation zu allem unseren Außenposten an der Front ist abgebrochen. Jetzt, gerade habe ich nicht die leiseste Ahnung, wie es unseren Truppen in Guineas ergeht. Wir müssen die Kommunikation wiederherstellen. Begebt euch nach Westen in den Markt und findet unsere Außenposten an der Küste.
Die Soldaten dort sind wahrscheinlich alle tot, aber ihr KDV könnte noch funktionieren. Nehmt das Gerät an euch und kehrt zu mir zurück. Sieg für Sylvanas. Ich muss ja auch noch Leichen kitzeln. Lasst euch nicht von denen dahin erwischen. Ach, kuschelig. Ach ja. Oh Gott. Sag doch, das ist eine Umstellung, wenn du die ganze Zeit einen Nahkämpfer hattest und dann plötzlich Fernkämpfer bist. Schweinerei. Schweinerei. Und davon darfst du auch noch 12 erledigen. Ja, warum? Viel zu viele. Oh, die Ziegen können auch gemein werden. Nein, das ist mir lieber wieder. Das ist ein lieber freundlicher Widder. Und die Schafe, die mögen mich auch. Ja, schön ist, wenn du ein Schaf tötest, klein Schaf tötest, dann kommt der Guss ran. Würde ich auch. Würde ich auch nicht nice finden. So. Hallo, du Bock. So. Warum müssen wir denn so viele immer davon töten? Weil sie mal die ausrotten will. Was soll ich andersrum machen? Hey! Was? Den Mist. Gammelt alles nur voll. Kann man das noch als Kompost benutzen? Ey! Komposthaufen. Oh. Was war das eigentlich noch? Keine Ahnung. Ich hab meine Tiere knabbern in der Tür. Das ist hier schön. Da waren's nur noch 7. Passt schon. Ja. Ah, heilt mich. Aber nicht viel. Naja, wenn man keine Energie verliert, braucht man auch nicht heilen. Mach den Dreck weg. Schön das Haus hier. Auf zu singen! Schön das Haus drin. Wir haben in der letzten Folge schon so viel gesungen. Und ich glaube, die Leute haben es immer noch nicht verziehen. Sie brennen. Der Morgen greift mich an. Verständlich. Ah, ich bin gespannt, was sowieso passiert. Guck mal, jetzt habe ich ja hier die Morgentür. Ne? Die Kommunikationsanrichtung muss ich ja auch gleich mit einsammeln. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das wird noch eine Menge passieren. Das wird noch richtig lange dauern. Warum muss ich ständig gehen? Das Spiel ist doch gar nicht langweilig. Nicht ausgeschlafen. Geht. Vorgestern habe ich das vor. Ich das Fenster auf Kipp. Aber irgendwie. Und trotzdem kalt. Jetzt ich hab gut geschlafen. Ist ja auch ein Schlafsack. Du schläfst auch wie Tote. Hallo? Was da? Komm nicht dahin, Mann! Er wollte mich begrüßen! Yay! Der mag mich doch. Nicht. So. Nein, er mag dich nicht. Er wollte nur mit mir kuscheln. Kuscheln geht aber anders. Er wollte mit mir hier, wie heißt das Spiel noch gleich? Schweinchen in der Mitte spielen. Ja, und in dem Fall bist du das Schweinchen in der Mitte, oder was? Nee, ich sollte nur den Ball fangen. In diesem Fall den Stein. Jetzt stirb. Morgen ab von hier. Hey, ich wollte den noch fangen. Schön in diese Richtung halten. Nein. Und tschüss. Aber nicht wegen mir. Ha. Oh. Oh.
Suite. Da haben wir ein bisschen geheilt hier. So. Ich gehe ja schon. Ja, ist doch gut so gegangen, wenn er mag mich nicht. Sag ich doch. Oh, das doch hören. Ich wollte doch nur mit ihm spielen. Ich hab doch gesagt, er mag dich nicht. Ich will doch nur spielen. Schweinerei. Und gleich noch das schicke Gerät so. Boah, wenn ich ihn irgendwie hinkriege, ne? Eins. Ah, wir müssen eh geradeaus, oder? Nein. What? Das ist ja wie vom einen zum anderen Loch. Ja. Das ist in einer kleinen Steinruine drin. Jetzt soll ich geradeaus laufen. Du siehst es ja schon. Nein, ich sehe nur einen hübschen Widder. Ich mag Widder. Die Schafe habe ich aber nicht getötet. Das war ich nicht. Das war dieses komische Riesenlochi. Da. Ach, die leben doch alle noch. Was hat er denn? Die schlafen hier, die ruhen sich noch aus. Ja, tolle Schlafposition, ganz ehrlich. Ja klar, ich schlafe auch auf dem Rücken. Jetzt musst du das in die Kräuterdinger sammeln. So viel wie ich tragen kann. Ich kann nichts tragen! Mach den Scheiß doch selber. Du brauchst auch nur 6 Stück sammeln. Ja, aber trotzdem, wenn die so selten sind. Dann war's das mal mit schnell einsammeln. Kannst alles vorbeilaufen. Oh, leicht. Plump. Ab durch die Mitte. Kann ich damit nicht fahren? Nein. Sogar ein bisschen schneller. Vorsicht. Von rechts nach links. Ich hab da was aufschimmern sehen. Mein Gras. Da vorne. Bisher mein Gras. Ja, ich bin gerade mal einfach vorbeigelaufen. Hui. Da. Ja. Nummer 2. Was besucht? Wait! Du kannst sagen, hä? Das ist ein Elite-Teil. Ach. Hi! Was besucht? Ah! Gesundheit, Entschuldigung. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, Problem ist, wenn die dich sehen. Ja, mein Gott, jetzt mal halt die Wand nicht an. Elite. Ein paar Silberlinge da. Da. Jetzt haben wir schon mal 3. So. Oh. Guck mal, da sind auch noch welche. Huch. Einmal am Baum lang. Hier ein blauer Fuchs. Wo ist er? Wo ist er? Hier war eben ein blauer Fuchs. Mich verarschen. Yay! Ich muss schon einfach sagen, weiß. Nee, das ist blau. Der hat zu viel gesoffen. So, ab bei da. Ja, mir fehlen noch 2. Und 2. Einer. So, links oder rechts? Geradeaus. Nee, geradeaus geht's nicht. Links oder rechts? Das ist links und das ist rechts. Okay, dann links. Okay. Dir ist auch nicht aufgefallen, dass ich rechts weggelaufen bin, ne? Dann kannst du zurück. So. Oh, jetzt wird das mal gelaufen. Und nächstes Mal guckst du. Was? Dass ich dich nicht im Morgen verfolge. Das ist mir doch scheißegal. Ich bin wieder umgebracht. So einfach ist das. Wollt ihr mich verarschen? Hätte mich auch mal mitnehmen können. Männer. Sehr gut.
Sylvanas ist auch auf dem Pony. Kann auch laufen. Dann sagt ihr mal, wer Party machen kann, kann auch arbeiten. Lass mich rein! Das ist so logisch, dass man hier natürlich nicht durchkommt. Aber hier komme ich durch. Ja, hier komme ich definitiv durch. Ja, genau! Die wollen es ja auch so schwer wie möglich machen. Ja, merke ich schon. Das Spiel wohlbefinden, ne? Scheiß!